willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Wortwechsel. Es ist der Wortwechsel Nummer 20, fast das 20-Jubiläum. Wir haben heute zu Gast den Luzi Stamm aus Baden, Rechtsanwalt, Altnationalrat, Vorstand von der AUMS und er wird demnächst zum ersten Mal Grosspapa. Hallo Luzi. Gutes Leben. Sehr schön. Gratuliere Luzi. Und nicht viel machen. Ja, genau. Hoffen wir, dass alles gut kommt. Freuen uns schon voraus. Nachher seht ihr am Bildschirm den Mike Ecker von Berneck, St. Gallen. Er ist Betriebswirtschafter und Nationalrat. Er war schon ein paar Mal bei uns im Wortwechsel. Hallo Mike. Hallo Tom. Freue mich drauf auf ein spannendes Gespräch mit euch beiden. Bist du in Bern in deiner Polit-WG oder bist du daheim? Nein, ich bin geschäftlich unterwegs. Du bist geschäftlich unterwegs? Ja. Genau. Ja. Wir werden ziemlich sicher noch den Lukas Reimann bei uns haben. Er hat zeitlich gerade noch nicht jetzt schon 5:30 können da sein. Plötzlich sollte er eigentlich erscheinen auf unserem Bildschirm. Lukas ist Jurist, Nationalrat und er ist der Präsident von der AUNS. Er war ja auch schon ein paar Mal im Wortwechsel gewesen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr könnt immer, nicht nur jetzt, ihr könnt immer ein Mail schicken an die E-Mail-Adresse wortwechsel@auns. Und wir werden versuchen, die Themen, die ihr schickt, reinzunehmen in unsere Diskussion. Es sollten schon Themen sein, die sich drehen um die Schweizer Eigenständigkeit, Freiheit, direkte Demokratie, Neutralität. Das sind so die Themen, die wir behandeln wollen. Ich weiss nicht, ob es mir reicht, dass ich jetzt die nächsten Mails anschauen kann, wenn sie reinkommen, aber ein paar Mails sind in den letzten 3-4 Tagen reingekommen und da werden wir noch vorbeikommen. Ich möchte direkt einsteigen. Mike, also Berneck ist ja ganz dort im Ecken oben, oder? Und Buchs, St. Gallen, wie weit ist das weg von dir? Das ist etwa 20 Minuten von mir entfernt. Wir sind nicht ganz im Ecken, sondern wir sind eigentlich im Zentrum von Europa. Und das Rintel, und das Rintel ist natürlich der Wirtschaftsmotor auch von der Schweiz. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Aber ich denke, du willst ja die ganze Thematik bezüglich der Asylbewerber ansprechen, respektive der illegalen Migranten, die jetzt gross auch in den Medien waren. Ich habe ja da einen Vorstoß dazu im Parlament platziert. Ich wollte die genauen Zahlen wissen und das hat jetzt einiges ausgelöst, weil es hat sich bestätigt, es ist ein akuter Anstieg zu verzeichnen von illegalen Migranten, die über Österreich in die Schweiz gelangen. Und man hätte sich eigentlich können vorbereiten auf die Situation, weil wenn man die Weltpolitik verfolgt hätte, dann hätte sich so etwas abzeichnet. Und das haben Behörden verschlafen. Also gestern haben sie da die Leute vom Zoll und ein paar Politiker und so haben Medieninfo gemacht. Und das hat man jetzt können lesen. Bis zu 250 Migranten pro Woche, also ein ganzer Sprunghaftanstieg, ist die Info letztlich kam, weil du hast ein bisschen gegusselt, du hast da ein bisschen gestochert. Das kann ich nicht sagen, ob die Info oder die Pressekonferenz wegen dem gemacht worden ist, aber die Interpellation, die ich in Bern eingereicht habe, hat sicher dazu geführt, dass man verlässliche Daten bekommt, dass man auch sieht, dass ein massiver Anstieg in den letzten 2-3 Monaten gegeben hat und dass jetzt der Anstieg nochmal zugenommen hat, allein im November. Wir haben jetzt über 40 Personen, die pro Tag illegal über Grenzen kommen. Obwohl wir eigentlich Abkommen hätten, ist es jetzt schwierig, die Leute sofort wieder zurückzuweisen. Wenn man mit Österreich ein Rückübernahmegesuch möchte einleiten, muss man bis zu 8 Wochen warten. Das sind natürlich sehr stossende Zustände. Und ich denke, da müssen wir ansetzen. Da müssen wir auch schauen als Schweiz, dass wir unsere Rechte können durchsetzen können, weil die Leute dürfen nicht da sein. Und ein weiteres Problem, das ja genannt worden ist, die Leute tauchen oft ab und sind nachher nicht mehr auffindbar. Genau, genau. In Wil, St. Gallen, hat man da eine weitere Unterkunft eröffnet. Und am Folgetag sind sie oft nicht mehr auffindbar, oder? Also wenn man das liest, denkt man, hä? So interessant. Ja, wo geht der? Also ich meine, wo geht die her? Kann man in Wil, kann man in die Migros schauen oder in Coop oder am Bahnhof oder Stadtpark oder keine Ahnung.
Wenn ich dir die Frage könnte bearbeiten, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo bei der Polizei oder bei der zuständigen Behörde. Nein, die tauchen natürlich irgendwo ab, weil sie die Hoffnung haben, so wahrscheinlich können, in der Schweiz zu bleiben. Vielleicht ein Teil reist vielleicht wirklich nach Frankreich weiter. Aber man weiß es halt nicht genau. Und das sind dann am Schluss sogenannte Sans-Papiers. Und Sans-Papiers kostet eben der Schweizer Staat auch Geld. Und vor allem, es ist illegal. Und darum wäre es eben wichtig, dass man die Leute entsprechend überwachte Zentren tut, dass sie nicht einfach untertauchen können. Das ist einfach etwas, wo man nicht so zulassen sollte, weil sonst macht das Schule. Das spricht sich in diesen Kreisen um, dass man das in der Schweiz machen kann. Und das wird den Ansturm dann auf die Schweiz oder die Zuwanderung auf die Schweiz dann nochmal verstärken, habe ich das Gefühl. Ja, darum ist das kein gutes Signal. Ich habe eine Eingabe bekommen vom Erwin Lanter. Danke, Herr Lanter, für das Mail. Ihr sagt, ja, es herrscht Krieg im Moment, zwar ohne Waffen. Und der Lanter sagt, man könnte doch Militär an die Grenze tun zur Entlastung des Grenzschutzes und der Kantonspolizei. Weil er vermutet schon, die Österreicher, die lassen die Leute einfach durch. Die lassen sie einfach durch. Also, machen das die Österreicher? Und also, ich habe mich auch noch gefragt, das ist ja nicht, wir reden hier nicht von grünen Grenzen, die haben nicht Gummibötchen auf dem Rhein, oder? Die kommen über die Brücke dort und offizielle Zollstellen, oder? Das ist richtig. Genau, ich kann nicht sagen, ob die Österreicher da wirklich Kontrollen durchsetzen oder nicht. Ich will den Österreicher auch nicht unterstellen, aber wenn man heute das Tagblatt listet, stellt Manuel Struppler aus dem Thurgau und meine Wenigkeit genau die Forderung, weil wir haben personelle Engpässe, also Polizei und Grenzwache können das nicht alles abfangen und da würde es in gewissen Bereichen vielleicht durchaus Sinn machen, um die Armee hinzuzuziehen. Wenn das nur logistisch wäre, wo man könnte entlasten, hätte das sicher einen Zusatznutzen, eine Zusatzfunktion. Und das steht heute auch so im Tagblatt. Da haben wir bereits gefordert, dass man da übergreifend kooperiert mit den Schweizer Organisationen. Sie sagen, also man liest, dass es dann schon wieder ein bisschen zurückgeht, die Zahlen, wenn es der Winter wird und so weiter. Aber Luzi, genau, was ist deine Meinung zu dieser Misere? Also, die ganze Asylpolitik ist eigentlich ein Skandal an allen Fronten. Ich bin jetzt genau 30 Jahre auf der Bundespolitik im November 1991 ins Parlament gewählt, bin 28 Jahre dort gewesen. Ich bin Aufsichtsstelle gewesen, zum Beispiel für das Bundesamt für Justiz, vom Bundesgericht, vom Bundesstrafgericht. Wir sind einmal das Asylheim kontrollieren. Ich bin x-mal mit Polizeieinsätzen mitgereist, im hinteren Sitz von dem Polizeiauto. Also ich weiß relativ, von was ich rede. Die grösste Schlepperin, die Europa je erlebt hat, ist Angela Merkel. Wenn man derart verantwortungslos Grenzen auftut, aber jetzt bleibe ich bei der Schweiz. Wir haben die bilateralen Verträge gemacht. Bekanntlich haben wir dort Grenzkontrollen abgeschafft. Die Zahlen, die jetzt geteilt worden sind von meinem Ex-Kollegen, die 250 zum Beispiel, wo weiss ich was, die weiss man ja schon darum überhaupt nicht, ob die stimmen, weil wir keine Grenzkontrollen mehr haben. Wir haben ja keine Ahnung, wie viele Leute in die Schweiz reinströmen. Und schon nur das ist ein bodenloser Skandal. Aber jetzt betreffend St. Gallen. Ich habe speziell in St. Gallen und dort, wo wir die bilateralen 2 eingeführt haben, 50 Podiumsgespräche gehabt. Dort zum Beispiel die Bundesrätin Rüthartin und der Deis damals. Aber was hast du gesagt, Luzi, was hast du gesagt an dieser Diskussion? Sie haben gesagt, es kommen dann nur noch die direkt per Flugzeug von außerhalb von Schengen in die Schweiz kommen. Das wären 200. Das wären 200. Aber in Tat und Wahrheit haben es alle reingelassen, das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben Missstände, aber ja nicht, das ist gewünscht auf das Mail, ja nicht Aggressivität gegenüber denen, die kommen, sondern wenn schon Aggressivität gegen unsere politische Elite, die das zulässt.
Aber wie würdest du es jetzt gerade lösen mit den nächsten 10 Tagen in Buchs, St. Gallen, am Zoll? Selbstverständlich dorthin transportieren, wo sie hergekommen sind. Ich habe gehört am Bundesamt für Migration, man wüsste, die und die seien in Griechenland gewesen. Dann weiss man, die und die sind in Österreich gewesen. Wir haben ein verbrieftes Recht, ein internationales Recht, die Leute dorthin zurückzutransportieren. Aber dann würde man die in einem Bus auf Kloten fahren, Zürich-Kloten, Flugzeug füllen, zurückfliegen. Also kann man das so pragmatisch machen? Das kann man. Zum Beispiel, ich habe ein konkretes Beispiel. Ich war noch im 2015 in Sizilien gewesen. Ich habe nachher in Rom mit dem Minister geredet, also der dort zuständig ist. Die haben ja Bus zurückgenommen. Also wenn du jetzt zu Chiasso jemanden genommen hast und du hast die in den Bus hinein und hast sie zurückgefahren, die italienische Regierung hat sie zurückgenommen. Nur haben sie die Schweiz nicht zurückgebracht. Ja. Mike, du hast in dem Fall in eurer Zeitung, in eurer Region, hast können ein Statement abgeben. Bist du noch sonst mit deinen Beziehungen und den Leuten, die du kennst, bist du noch sonst am Sachen unternehmen, dass da konkrete Entscheidungen gefällt werden und konkrete Massnahmen? Oder muss man warten, bis Bundesbern sich bemüht? Oder wie läuft es? Ja, es ist natürlich jetzt wichtig, um auch entsprechenden Druck auf die Regierung zu machen. Das ist zum einen sicher auf die Regierung vom Kanton St. Gallen, aber wir als Parlamentarier müssen sicher auch im Bundesbern prüfen, welche politischen Instrumente wir noch nutzen können. Weil eigentlich hätten wir ja die Rückübernahmeverträge mit Österreich, aber es dauert extrem lang und da müssen wir sicher schauen, dass wir das beschleunigen können und dass man nicht 8 Wochen warten muss, bis so ein Gesuch beantwortet ist. Und da werden wir sicher ansetzen und uns entsprechend auch mit der zuständigen Bundesrätin in Verbindung setzen, dass es eben schneller geht und dass wir vor allem auch dann nicht einknicken tun und dann irgendwelche Zugeständnisse würden machen, weil für etwas hat man ja die Verträge. Was heisst das? Mit der zuständigen Bundesrätin in Verbindung setzen. Du nimmst dein Handy, du läutest ihr an. Was Nein, du? Wir werden sicher Kontakt via E-Mail aufnehmen und einmal nach dem aktuellen Status quo fragen, was angedacht ist von Ihnen. Das läuft in der Regel sehr pragmatisch ab und am Schluss müssen wir uns ja irgendwo finden und das machen wir am runden Tisch oder allenfalls dann auch über entsprechende Vorstöße, über Fragen in der Fragestunde. Wir haben jetzt gleich wieder Session, aber es ist wirklich wichtig, dass wir an dem Thema dranbleiben, dass wir miteinander entsprechende Lösungen suchen, weil die SVP sagt ja schon länger, passet auf, da ist etwas im Tun in der Weltpolitik, da gibt es Instabilitäten in Afghanistan und das wird zu zusätzlichen Migrationsströmen führen. Wir haben uns da immer ein bisschen auf die Seite geschoben und jetzt haben wir genau das, was wir eigentlich schon seit Anfangsjahr davon warnen. Luzi, du hast mir am Anfang jetzt vorhin noch etwas erzählt von einer Initiative. Du uns kurz schnell updaten. Was hast du im Sinn, Luzi? Ich glaube, wir brauchen dringendst eine Volksinitiative, die in die Richtung geht, Hilfe vor Ort. Was meinst du mit vor Ort? Hilfe vor Ort heisst, man tut den Flüchtlingen möglichst nahe am Krisengebiet helfen. Dort, wo jeder ausgegebene Franken unendlich viel mehr Hilfe und Menschlichkeit bringt. Das ist doch so selbstverständlich. Wenn man die absurde Summe, die das Flüchtlingswesen hier kostet, anschaut, kann ja niemand der Meinung sein, das sei normal. Es hat der Zürcherische Nationalrat eine Zusammenstellung gemacht, dass es 7,1 Milliarden kostet pro Jahr. Das wäre 7.100 Millionen Franken pro Jahr. Als ich die Statistik gesehen habe, habe ich ihm gesagt, du hast ja die Hälfte vergessen, weil die ganzen Strafvollzugskosten und so weiter sind nicht dabei. Ich glaube, man kann 10 Milliarden sagen. Das ist auch interessant, dass das Bundesamt gar nicht protestiert hat gegen die Zahl mehr als 7 Milliarden. Das sind derartige Summen. Wenn man sich vorstellen würde, was man mit dem Geld in einem Flüchtlingslager in Libanon, Jordanien, um
Syrien und man könnte machen für die, die dort unter die Räder kommen, ist nicht auszudenken. Das müsste unsere Stoßrichtung sein. Da möchte ich vielleicht den Luzi gerade noch, ergänzen. Da kann ich da jetzt exklusiv, glaube ich, aus dem Nähkästchen plaudern in dieser Runde. Wir werden sicher fordern, dass man eben mal transparent aufzeigt, wie die Kostenstruktur im Asylwesen aussieht. Und zwar nicht nur auf Bundesebene, sondern eben bis auf Kommunen, eben bis auf Gemeinden. Und wir wollen da wirklich mal eine transparente Übersicht einfordern und sind dann gespannt, was da präsentiert wird. Das ist ein glänzender Einwand, von Mike. Ich möchte hier betonen, das weiß er wahrscheinlich nicht, auf eine Frage, die ich einmal gestellt habe in dieser Richtung, hat mir der Bund geantwortet, es wäre zu aufwendig, eine Vollkostenrechnung zu machen. Also die haben so eine Vorheit gehabt, mir zu sagen, es sei zu viel Aufwand, wenn du wirklich würdest anlegen, was es kostet. Wahnsinnig. Das ist Wahnsinn. Nein, das habe ich nicht gewusst, Luzi, aber wir suchen die sicher noch raus und können uns in dem Fall gerade noch auf die abstützen. Das ist ein guter Hinweis. Danke, Luzi. Ja, und ihr müsst zusammen, also gemeinsam mit Argumenten von dir, Mike, mit der Initiative von dir, Luzi, oder? Bringen wir wahrscheinlich die Schweiz schnell dazu, dass sie sagen, ja, das macht ja Sinn. Oder? Hey, Lukas, hallo, willkommen. Hallo, Lukas. Du hörst uns, Lukas? Du bist schon dabei. Also Rätselblick und er hört uns, glaube ich. Sag ein bisschen etwas, Lukas. Ja, Lukas? Du hast etwas erzählen, Lukas? Ja, komm, sonst reden wir noch ein bisschen weiter, also, bis er signalisiert. Genau. Nochmal. Du wirst nicht rausgerannt. Sag's noch für Downs. Aber super. Ah, wo ist jetzt? Also. Das ist live. Mauro, willst du etwas sagen? Erzähl schnell, Lukas, wo bist du jetzt? Also Bundeshaus nehme ich an oder Bern irgendwo? Ja. Ja, ich kann, ja. Auto. Ja, sicher, ja. Könnt ihr gleich die Cayman Beschlüsse bitte? Nein, ich brauche nichts. Aber danke. Ah, jetzt geht er raus. Labyrinth. Aber schöne Wände hat er da im Bundeshaus. Mike, nicht schlecht. Ja, das ist also ein wahnsinnig schönes Gebäude und es ist ein Privileg natürlich, um dort dürfen für die Schweizer Bevölkerung angestellt sein und Politik zu machen. Wir sind ja die Angestellten vom Volk und genau. Wir sind unsere Chefs. Das ist immer wichtig zu betonen. Mir hat mal ein Architekt gesagt, der Bundeshausführungen gemacht hat, 95, 98, vielleicht 99% der Leute sagen, was für ein fantastisches Gebäude. Und dann hat er angefügt, zeig mir einmal ein kantonales neues Regierungsgebäude, wo auch nur 40% Das ist bemerkenswert, wie es damals Gebäude haben können bauen, die schlichtweg allen gefallen. Ja. Lukas, du hörst es jetzt besser und jetzt hast du ein bisschen Ruhe, stimmt's? Sag schnell etwas, Lukas, weißt, zum Audio schnell testen. Nicht? Vielleicht jetzt, aber sonst reden wir doch einfach, genau. Bis er dabei ist. Ja, noch kurz zum Abschließen zu der Initiative, also wenn circa wir Unterschriften sammeln, so Fahrplan. Ja, wir schauen jetzt mal, aber dort ist noch bemerkenswert, dass selbst dem Chefin von der UNICEF, also vom Kindeshilfswerk von der Vereinten Nationen, hat mir gesagt, also auf Englisch, ist er, Amerikanerin aus Santa Barbara, die hat mir gesagt, Herr Stappen, wie ist das möglich, dass Europa mehr als 20.000 syrische Ärzte bei sich behaltet? For heaven's sake, send them back. Um Himmels Gottes Willen, schicken die zurück. Weil wir würden die dringend in einem Flüchtlingslager brauchen.
Und das ist doch nicht normal, dass wir angebliche Flüchtlinge bei uns halten, die sie vorne dringendst brauchen. Das ist ein weiterer Gedanke, wie wir ganz grundsätzlich das verändern bedeuten. Aber Zeitpunkt von dieser Initiative nächstes Jahr. Ja. Lukas, bist du jetzt dran? Jetzt höre ich dich, ja. Hey, schön, mit dir auch. Ich habe jetzt zwei Leute gehört, ja. Was hast du gerade für eine Kommission gehabt? Hallo. Rechtskommissionssitzung. Okay, und jetzt können sie beenden und du bist jetzt bei uns. Danke vielmals, Lukas. Ja, sorry für die Verspätung. Ja, Janik, du hast es noch gesagt und das klappt ja gut. Ja. Wir haben jetzt halt unsere Flüchtlinge in Anführungszeichen im Buchs St. Gallen Rheintal schon durchgenommen, Lukas. Aber ich habe nur gedacht, ich gehe morgen mit dem Mike Kicker an die Grenze und dann schauen wir, dass keiner mehr reinkommt. Oder? Also ja, genau, machen wir das. Wir zu Recht und Ordnung sorgen. Ja, eigentlich, wenn ich lese, dass sie zu wenig Platz im Buchs und sie die Flüchtlinge auf Wiel St. Gallen, also in dein Vorgärtchen bringen. Und am nächsten Tag sind diese oft nicht mehr auffindbar. Kommen das heisst dir, dann, aber dann am übernächsten Tag sind sie bei dir, Tom. Ja, aber hast du sie bei dir daheim und so? So Shisha-Party und so? Nein. Ja, wo gehen die her, Lukas, wenn sie nicht mehr auffindbar sind? Also, ich meine, was jetzt zum Teil der Medien geschrieben worden ist, sie gehen weiter in ein anderes Land. Aber ich glaube nicht, dass die in die Schweiz kommen, weitergehen in ein anderes Land. Also, weil die Länder, die begehrt sind, da ist die Schweiz sicher eine von der Top-Nationen. Die tauchen eher runter, damit sie sich nicht müssen im... Also, es sind dann sogenannte Sans-Papiers oder Illegale, die sich dann einfach da aufhalten, ohne dass sie sich anmelden. Ja, das hat der Mike auch gesagt. Und ja, es gibt zu tun dort in Buch, St. Gallen, oder? Ja. Wir wollen weitergehen. Wir reisen jetzt ein bisschen mit dem Bundesrat Gassis auf Brüssel, beziehungsweise er war dort gewesen. Er hat gesagt, wir müssen der EU sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und ich verstehe die EU-Leute ja schon ein bisschen. Verstehen sie, oder? Sie wollen zwar nicht viel wissen von unseren Eigenheiten in der Schweiz, unsere direkte Demokratie ist ein bisschen fremd und so, aber dass sie ein bisschen Geduld verlieren, ich verstehe sie. Oder findet ihr, nein, sie müssten eigentlich alles begreifen? Luzi? Nein, also auf der einen Seite verstand ich nur einen Punkt. Wenn wir die Bundesrätinnen hatten, die da zum Vorgänger gegangen sind, der höchste EU, und gesagt haben, ja selbstverständlich treten wir demnächst bei. Und dass die gesagt haben, ja selbstverständlich werden wir Kohäsionszahlung weiterzahlen etc., dass sie wegen dem hässig sind, das verstand ich. Aber das ist unserer Landesregierung respektive den Bundesrätinnen zuzuschreiben. Aber dass sonst die EU hässig wäre, das wäre ein Skandal, wenn überhaupt nicht hässig sind. Wir nehmen ja sämtliche Nachteile auf uns, plus die bilateralen Verträge, die jetzt existieren, haben wir immer eingehalten und sind zugunsten von der EU. In der NZZ hat der Chef der Wirtschaftsredaktion hat geschrieben, am Samstag im grossen Leitartikel, ja, sollte man jetzt halt die bilateralen Nummer 3 lancieren, als Gesamtpaket hätte das wollen definieren oder halt die Einzeldossiers eins nach dem anderen durchackern mit den Brüsseler Kommissären. Was findet ihr jetzt? Mike, was sagst du? Was ist zu tun? Ja, also es ist mal wichtig, dass wir die Kohäsionsmilliarden einfach nicht freiwillig und permanent immer wieder auslösen, so wie das gewisse EU-Abgeordnete fordern. Es kann nicht sein, dass wir eine Marktzutrittsprämie müssen zahlen müssen, weil die Zutritte zu den beiden Märkten sind auf gegenseitigem Interesse. So ist das Handelsdefizit zwischen der EU und der Schweiz für die Schweiz grösser, oder? Es ist vor allem für die Schweizer Defizit und nicht für die Europäische
Union. Und ich glaube, man muss diese Standpunkte mal in Brüssel klar machen und dann aber auch sagen, was man will. Selbstverständlich ist die Schweiz auch an einer Partnerschaft interessiert, aber die muss meiner Sicht ganz klar auf Augenhöhe sein und darf nicht zum Nachteil von der Schweiz sein. Lukas, du bist am Nicken. Ja, also ich stimme dem voll und ganz zu. Ich meine, es ist ja spannend, wir haben vor zwei Wochen am Freitagabend ein Nachtessen mit dem Bundesrat Cassis, wo er Downs, Autonomy Suisse und Compass Suisse als EU-Gegner eingeladen hat und gleichzeitig Operation, nein, die nicht, aber voraus und zwei, drei andere Pro-EU-Organisationen und er hat quasi das Gespräch mit der Zivilgesellschaft wollen und er will das auch fortführen und ich meine, die einen kritisieren jetzt den Cassis, er mache nichts, aber ich glaube, wir haben keine Eile, es gibt absolut keinen Bedarf, dass die Schweiz jetzt irgendwie sofort müsste neue Verhandlungen mit Brüssel aufnehmen. Ich sehe überhaupt keinen Bereich, wo jetzt derart dringend wäre, dass man sofort auf Brüssel rennen müsste. Ich glaube, jetzt ist eine Phase da, wo wir reflektieren können, wo wir vielleicht einmal festlegen müssen, was die Schweiz eigentlich will, wo gibt es Punkte, wo die Schweiz mit Europa Interesse hätte. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass die Schweiz jetzt aktuell vor allem sich auf sich selber konzentriert, weil wenn wir zum Beispiel, einfach als Beispiel, in eine Debatte nie gehen mit der EU über ein Stromabkommen, dann gehst du ganz anders in die Debatte nie, wenn du selber 100% Stromversorgung hast in deinem Land, als wenn du irgendwie kurz vor einem Blackout bist und dringend auf den Strom von der EU angewiesen bist. Also müssen wir die Phase jetzt, die wir haben, und ein bisschen Zeit haben wir ja, nutzen, um die Schweiz möglichst stark, resilient, selbstversorgend zu machen. Nicht 100%, das ist mir auch klar. Aber möglichst gross, damit du einfach besser in die Verhandlungen kannst mit Brüssel. Ja, von Thomas Schiebli von Bern eine E-Mail bekommen auf wortwechsel@auns.ch. Das ist die E-Mail-Adresse, wo ihr jederzeit eine Frage oder eine Beobachtung stellen könnt. Er hat da gelesen, dass sie entlang von der Autobahn Solarpanels montieren und die würden 22'000 Haushalte abdecken. Nachher sagt er so, das reicht somit für die durchschnittliche Einwanderung während etwa 5 bis 6 Monaten. Und dann, also so eine ironische, sarkastische Frage. Ich fahre nicht sehr viel auf Autobahnen und mir fällt das noch nicht so auf, aber ich finde es eine gute Idee und mich hat fast noch mehr beeindruckt, dass sie irgend so ein riesen Kraftwerk im Wallis haben vergrössert, dort bei Martini oben dran. Riesige Sache. Und das hat mich gefreut. Ich bin als Berner Oberländer immer noch frustriert, dass in Grimsel, dass die Grünen, oder, verhindern uns dort ein paar Staumauern-Meter mehr. Und im Wallis geht es scheinbar. Und seit 8 Jahren sind die dort am Bauen, wird die eröffnet. Das ist für mich ein Freudenfest, so etwas, oder? Wir sind schon, wir machen nicht nichts, oder? Zum ein bisschen autarker werden. Oder? Es darf gut sein. Ja. Wenn ich da etwas dazu sagen darf, was der Lukas gesagt hat, ist zentral wichtig. Lukas, vielleicht ein bisschen näher am Bildschirm, dass man im Spiel die Stimmlauten hört, aber das war ein perfektes Votum. Es kommt darauf an, dass wir autark sind, das heisst, Selbstversorgung. Wie? Das ist diskutabel. Also auch ich finde das mit den Sonnenkollektoren eine gute Idee, denn Wasserkraftwerke an der einen oder anderen Stelle können wir es ausbauen, vielleicht auch im St. Galler Rital etc. etc. Wo wir es machen, da sind wir auch über die Grünen froh und über all die, die sich seit Jahren und Jahrzehnten Gedanken machen. Aber eben, wir müssen autark werden, dass wir nicht abhängig von den umliegenden Ländern sind. Das ist ja eine interessante, wie soll ich das sagen, ein Meinungsumschwung findet statt. Nein. In der ganzen EU in Sachen Kernkraft, ja, ist jetzt Kernkraft wieder salonfähig oder nicht? Das ist nicht unbedingt das Auns-Thema, indirekt schon, damit wir Eigenständigkeit behalten können, aber für mich persönlich ist es ein interessanter Meinungsumschwung, oder? Weil, schon nur, weil man jetzt
ich habe noch nie so viel gelesen über neue Technologien, die in Kernkraft kommen. Ich habe das nicht gewusst, was es da alles gibt heute. Man meint, das sei alles noch wie vor 20 Jahren und dem ist nicht so. He? Also es geht, ja. Es geht im Bereich der Technologien wahnsinnig viel ab. Wir haben es jetzt gehört vom Tom in der Kernkraft. Da gibt es die neuesten Generationen Reaktoren, die am Entstehen sind, die auch im Bau sind in gewissen Länder, dann redet man von Mini-AKWs, die speziell für Städte könnten irgendwann ein Thema werden. Aber was wir in der Schweiz wirklich schauen müssen, und das ist angesprochen worden, ist ein möglichst hoher Eigenversorgungsgrad an Strom. Und wir haben ja jetzt schon im Winter eine Lücke. Und wie wir die Lücke schliessen, da müssen wir uns Gedanken machen. Und das heisst, wir werden auch müssen über neue Speichertechnologien schwätzen. Und da gibt es durchaus System, wo da uns könnten helfen, zum Beispiel Power to Gas, Power to X, wo erneuerbare Energien könnt in gasförmige Stoffe umwandeln, somit speichern und dann eben, wenn die Lücke entsteht, wieder ins Netz einspeisen. Und das ist durchaus etwas, was man auch sollten verfolgen. Und die SVP wird ein Energiepapier am 22.11. in Bern präsentieren, wie unser Ansatz aussieht, um die Stromlücken zu schliessen. Und da kann ich nur aufrufen, schauen Sie doch dort rein. Das kann ich auf der Website von SVP holen, nehme ich an. 22. ist Montag. Montag. Also, sind wir gespannt. Du bist ja... Mike, du bist eigentlich im Detailhandel in deinem Business. Du bist ursprünglich Metzger, aber mir dünkt manchmal, du bist ein Energieingenieur. Du bist ein paar Mal, du liest dich gut rein. Hat ihr in der SVP eine Spezialkommission, die diesen Themen nachgeht? Oder ist das ein bisschen, wie macht ihr das? Ich darf ja noch in der UREC sein, das ist die Kommission für Umwelt, Raumplanung und eben auch Energie. Okay. Und in dem Gremium tun wir natürlich uns intensiv Gedanken machen, wie wir gerade solche Herausforderungen lösen können oder können. Weil wir warnen ja schon seit Jahren genau von dieser Stromlücke. Und wir haben uns jetzt immer politisch belächelt, haben gesagt, wir sagen hier ein Schwarzmaler, wir sehen alles viel zu negativ. Und jetzt trifft das genau ein, dass die Energiestrategie 2050, so wie man es der Bevölkerung versprochen hat, nicht kann umgesetzt werden, dass die ein viel höheres Preisschild hat. Und jetzt müssen wir Lösungen schaffen. Und die SVP macht eben nicht Klimapropaganda, sondern wir schauen, wie wir Lösungen schaffen für das Land, dass wir nicht irgendwo abhängig werden von anderen. Und das mit dem Abhängigwerden ist eben auch so eine Sache. Es reden alle von dem Stromabkommen und das käme jetzt nicht stand wegen dem Rahmenabkommen, das gescheitert ist. Und das ist einfach Mumpitz, weil die Europäische Union fährt ja genau die gleiche Strategie. Die haben noch 250 Kohlekraftwerke, die sie möchten abstellen. Dann haben sie die Atomenergie, wo viele Länder von der EU möchten aussteigen. Was wird passieren? Auch die haben nicht Überflussstrom, auch die können wir nicht exportieren. Also ist das keine Lösung. Darum, der Lukas hat absolut recht. Wir müssen selber schauen, wie wir Strom herstellen können. Und da brauchen wir jetzt einen Plan. Und wir werden hoffentlich einen Teil von dieser Lösung dazu beitragen können am Ende. Ja, wie du sagst, Mike, es ist wirklich... Es ist doch ähnlich wie das Milchbüchli, oder? Alle reduzieren die Stromproduktion und sagen, wir können den im Ausland importieren, wenn wir ein Problem haben. Und wenn das alle machen, ich meine, irgendwie, ja. Und Frau Sommaruga wirft dem AXPO-Chef vor, dass er nicht schaut für mehr Strom. Und der AXPO-Chef sagt, eigentlich ist das nicht meine Kernaufgabe, es ist ein politisches Problem. Ja. Aber ich finde es interessant, wie es doch vorwärts geht jetzt, wie man neue Themen liest, eben neue Kernkrafttechnologie, wie jetzt ein Papier für SVP wird erscheinen. Es geht was. Also stellen fest, die den Illusionen nachhängen, sind endlich stiller geworden jetzt, in der letzten Zeit, dünkt es mir. Ja. Also, dann kommen wir noch zum letzten Ding. Eine interessante Studie, die das Umfrageinstitut GFS in Bern hat das gemacht. Und zwar haben sie mal nicht nur in der Schweiz umeinander telefoniert, sondern noch in Deutschland, in Frankreich, in Italien, noch in Österreich. Sie haben gefragt, wie zufrieden seid ihr, liebe Bewohner von eurem Gebiet, von eurem Land, mit der demokratischen Mitsprache, die ihr habt bei euch. Und da haben wir mal, ich sage jetzt einmal, wissenschaftlich erhoben, haben wir ein paar Zahlen, die wir eh schon immer haben vermutet. Oder?
dass wir in der Schweiz wir haben eine hohe demokratische Mitsprache und die Leute grundsätzlich wissen das auch und sie sind glücklich, dass es so ist. Und in Italien, in Frankreich oder so, haben sie nicht die hohe Mitsprachemöglichkeit und sie wissen, dass sie nicht so eine hohe haben und sie sind nicht zufrieden. Was heisst es, dass wir uns mega auf die Schulter klopfen können? Lukas Reimann, hast du das auch? Es ist, in der Sonntagszeitung habe ich es gesehen. Vielleicht war es noch gestern mal in der Zeitung gewesen, oder am Montag oder so. Also die Studie findet man für die, was interessiert, auf der Webseite vom GFS, also von dem Forschungsinstitut. Und das ist natürlich schon eindrücklich. Es sind sehr eindrückliche Zahlen. Also so auf die Frage, wer ist besser im Bereich von Regionenförderung? Und das schreibt sich die EU ja seit 10 Jahrzehnten auf die Fahne. Ich sage, glaube 86% Schweiz und 3% die EU. Und dann geht es alles so durch ab. Und ich glaube, am schlechtesten ist, wer ist besser bei der Einhaltung von Menschenrechten? Sagt aber auch dort noch eine Mehrheit die Schweiz, ich glaube 43% und etwa 40% sagt, die EU macht es besser. Und es ist schon eindrücklich, wie in allen möglichen Bereichen, die gefragt worden sind, sagen nicht nur die Schweizer selber, ich meine, Eigenlob ist immer einfach, aber wirklich auch die Bürgerinnen und Bürger von allen umliegenden Ländern sagen, die Schweiz macht es besser. Und genau darum sind wir vielleicht auch der EU ein Dorn im Auge, weil natürlich wir beweisen, dass man auch außerhalb der EU sehr gut, wenn nicht sogar besser, kann funktionieren. Wenn die Schweiz so ein bisschen als demokratisches Vorbild kann gelten für die EU, Luzi, was würdest du sagen? Ist die EU fähig, sich demokratischer zu machen? Sicher nicht mit der direkten Demokratie Schweiz. Das werden sie nie akzeptieren. Das ist etwas, wo mir auch ein bisschen Sorgen macht, dass die Schweizer Bevölkerung das zu wenig sieht. Letztlich spielt es keine Rolle, ob man EU-Mitglied ist oder ob man die automatische Rechtsübernahme hat. Sondern entscheidend ist, ob wir in den verschiedenen Bereichen, wie wir sie jetzt haben, selber können entscheiden. Jeder weiß in der Schweiz, wir können zum Glück 100'000 Unterschriften sammeln. Dann gibt es eine Volksabstimmung und dann können wir zu jedem Thema Ja oder Nein sagen. Und wenn wir die automatische Rechtsübernahme haben, ist das auf ewige Zeiten kaputt. Das führt zum Beispiel Tierschützer oder die Lärmschützer, habe ich einmal den Eindruck, fast zu wenig verstehen. Wenn sie die EU wieder beitreten oder wenn sie die automatische Rechtsübernahme haben, wird in Brüssel entschieden, was gilt betreffend Tierschutz. Noch entscheidet ihr, wie viele 1000 Kilometer ihr in Lastwagen durch Europa gefugt werden und so weiter, dann haben wir nichts mehr zu sagen. Und wenn die Schweizer Bevölkerung das realisiert, dürfen sie auch in einem Rahmenabkommen nicht beistimmen. Und vor allem, wenn jemand in Brüssel sitzt, die werden gar nie ein Land akzeptieren, wo jemand 100'000 Unterschriften sammeln darf und dann an der Urne das Gegenteil entscheiden. Das ist eben das Gegenteil. Darum ist die Schweiz schon ein Spezialfall. Das, was du sagst, Luzi, die Schweiz muss realisieren, muss sich bewusst behalten, was sie hat an ihrer direkten Demokratie. Also, du hast es in einem Satz zusammengefasst. Genau, der Hans-Rudi Tschäulin von Wimmis, Wimmis am schönen Fuß vom Niesen, er schreibt, wenn die Nachbarn ja gerne möchten Schweiz sein, dann sollen sie einfach ihre Verfassung ändern. Wir sind nicht besser als sie, sagt er. Und wir haben aber eine direkte Demokratie, wir haben in dem Sinne unser Grundgesetz sozusagen, und das kommt nicht einfach so. Die direkte Demokratie muss jeden Tag aufs Neue hergestellt werden, sagt Hans-Rudi Tschäulin. Und nachher erinnert noch da, dass die Deutschen im Grundgesetz schreiben sie eigentlich von Wahlen, was sie können machen, die Deutschen, und auch von Abstimmungen, was sie ja nicht können machen, die Deutschen. Und die deutsche Bevölkerung werde um ihr Recht gebracht, dass sie eigentlich fast nie kann abstimmen. Und wir in der Schweiz, wir können Vollgas abstimmen. Es gibt
Gibt es eigentlich ein anderes Land auf dieser Erdkugel, das so viel abstimmen kann? Weiß ich insofern Bescheid, ich bin gut 2 Jahre in Kalifornien gewohnt. Denn Kalifornien hat die zweitdirekteste Demokratie weltweit. Aber selbstverständlich muss sich Kalifornien Washington unterziehen. Also zusammengefasst, niemand ist auch nur annähernd auf dem Niveau wie die Schweiz. Und darum werden wir auch weltweit bewundert. Also ich habe ein eindrückliches Beispiel immer gefunden, dass ein Schweizer im Jahr gleich oft abstimmt wie ein Engländer im ganzen Leben. Das ist gut. Ja, genau. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es so ist, dass man vielleicht ab und zu im Ausland mal ein bisschen nachfragt, nicht nur, wo es feinen Gelato gibt in Italien am Strand, sondern wie oft dürft ihr eigentlich mitdenken bei euch? Und nachher, wie der Herr Joylin sagt, wir sind nicht besser als die anderen. Man kann einfach irgendwie vielleicht sagen, wir haben es besser und wir können dankbar sein und wir müssen dem Sorge tragen. Und ich bin sehr erfreut, dass du, Lukas, hast gesagt, AUNS ist kürzlich als eine von den, ich sage jetzt mal, NGOs eingeladen worden, um mit dem Bundesrat Gassis diskutieren über die Eigenständigkeit von Schweiz, über unser Verhältnis zur EU und so weiter. AUNS versucht an verschiedenen Fronten dafür zu kämpfen, dass die Schweiz eben die direkte Demokratie hochhalten kann, die Eigenständigkeit kann vorwärts treiben kann, Neutralität, über die haben wir jetzt heute in diesem Wortwechsel gar nicht geredet. Ich danke euch aber, Luzi Stamm, Mike Hecker, Lukas Reimann. Wo bist du jetzt, Lukas? Irgendwo im UG3 oder wo? Nein, im Besuchereingang vom Bundeshaus, weil ich habe da jetzt nochmal ein Meeting, also ich habe noch keine Feierabend. Hast du noch keine Feierabend? Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und danke für euren Einsatz. Danke dir, Herzlichen Dank. Danke auch. Ja, bis super. Morgen. Ja, bis morgen. Morgen sehen wir uns. Genau. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Aufzeichnung von diesem Wortwechsel könnt ihr ab morgen früh auf der Website von AUNS anschauen. So, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend, ihr daheim, ihr am Bildschirm. Macht's gut, morgen einen guten Arbeitstag, schönes Wochenende. Ade miteinander. Macht's gut, tschüss, ciao.